Ich spiele erst noch einen, ehe ich lese, okay? Stadtverstärkung, der Millionendorf am Ring, wo wir gerne schon die Läden haben und die Bands hier vorgesehen. Sprich von Sport, die neue Vase, die man überall erkennt. Die waren Düsseldorf zwar einig, doch im Rest der Welt Geld spendet. All mein Gedanken, all mein Gefühl, an die Schule ich denke kann, immer noch, wo sie lebt, oder ertragt, in unserer Beine Sprache. Über Roma und Franzose, ja, weiß wer leider geht. Wir sind Bastard und Sturzkopf, da muss uns nicht glauben. Für den Moment, wo ich am Drüben, für den Moment, wo ich mich hypnotisiere, für den Moment. Wo ich am Träumen, für den Moment, wo die Uhr im 30 Jahr zurück hinrief. Wo ich in den Backhof, in den Proberaum, zwischen Kiepel und leeren Flaschen, ohne jede Illusion. Für einen merkwürdigen Sprach, total ja, wie man sie nennt. Ja, in wie schien sie zu passen, zu meiner merkwürdigen Band. Liter Wasser, Plastik dem am Dom vorbei. Man soll weltreiche zerplatzen, wo wir Götz der Blöcke bei. All mein Gedanken, all mein Gebet, an ich zu lang ich denke kann, immer noch Huschile, oder in unserer Hand, hey, in der Vielen Dank. Balu, unser Manager, war bei der Planung der Schlagzeitentour vorsichtig zu Werke gegangen. Wir hatten nicht vorhersehen können, wie gut sich mein erstes Soloalbum mit den Komplizen verkaufen würde. Hauptsächlich hatten wir Festivals gebucht. Das Line-up des Blue the Noob Festivals im niederbayerischen Deggendorf hatte es in sich. Die Toten Hosen waren mit am Start. Ich begegnete 5 Jahre nach dem Rockpalast auf der Lorelei Rory Gallagher wieder, der sich sogar noch an mich erinnern konnte. Und Chuck Berry drückte mir die Hand, ehe er auf die Bühne ging, um wie immer Chuck Berry Songs zu spielen. Im Hotel führte von jedem Zimmer im obersten Stock eine Tür hinaus auf das Kiesdach. Man konnte einen Stuhl mit hinausnehmen und in die Sterne schauen. Wir setzten die Party unter freiem Himmel fort. Von der Straße drang Lärm herauf. Die Toten Hosen streunten durch nächtliche Deggendorf.
Wir machten uns bemerkbar und luden sie ein, zu uns nach oben zu kommen. Und sie versicherten lautstark, der Einladung gerne Folge leisten zu wollen, und wir sahen sie ins Hotel gehen. Doch auf dem Dach kamen sie nie an. Erst einige Tage später erfuhr ich, was sich an der Rezeption abgespielt hatte. Guten Abend. Guten Abend, kann ich Ihnen helfen? Ja, wir wollen zu Bab. Bab? Bab gibt's hier nicht. Doch, doch, die sind oben auf der Dachterrasse. Wir haben keine Dachterrasse. Der Portier hatte nicht ganz Unrecht. Es waren die Komplizen, die auf Stühlen in einem ganz gewöhnlichen Kiesbett saßen. Es war zwar gemütlich, doch wir befanden, dass der Komfort noch ausbaufähig sei. Wenn wir ein Zimmer komplett ausräumten und auf dem Dach wieder aufbauten, könnte sich einer schon mal ins Bett legen, ohne dass er die Feier verlassen musste. Das klappte hervorragend. Wir packten alle mit an und besahen uns das Ergebnis. Das Hotel besaß ab dieser Nacht auch eine Open-Air-Suite. Wir hatten sogar ein Verlängerungskabel für den Fernseher aufgetrieben. Ein Zimmer war nun leer, doch die anderen boten noch immer ein erbärmliches Bild des Durcheinanders. Das galt es zu beheben. Man musste nur konsequent beim Einräumen sein. Alle Stühle in ein Zimmer, alle Tische in ein anderes, alle Fernseher in ein drittes. Wir machten uns ans Werk. Als besonders knifflig erwies sich das Auseinandernehmen der Betten. Doch auch hier führte Beharrlichkeit schließlich zum Erfolg. Ich verließ das Dach, als die Arbeiten noch in vollem Gange waren. Ich hatte Glück. Mein Zimmer lag im zweiten Stock und war von den Umbaumaßnahmen nicht betroffen. Am nächsten Morgen stand unser Tourleiter Uwe Schmid, die Augen versteckt hinter einer dunklen Sonnenbrille, an der Rezeption. Offenbar gab es geringfügige Probleme beim Auschecken. Die Leitung des Hotels schien nicht ganz so euphorisch auf die Neugestaltung der Zimmer zu reagieren wie angenommen. Uwe Schmid verlegte sich auf Bargelddiplomatie. Jede Beschwerde beantwortete er, indem er von einem dicken Bündel wortlos einen weiteren 100-Markschein über die Theke schob. Die Frage aber, die ihr am meisten am Herzen lag, hatte sich die Frau an der Rezeption bis ganz zum Ende der morgendlichen Inventur aufgespart. Und Herr Böker? Wer von Ihnen ist Herr Böker? Schmal hatte sich bis dahin dezent im Hintergrund gehalten. Er lag bleich und unrasiert und ermattet in einem Sessel in der Lounge und erholte sich von den Strapazen der Nacht. Ich fragte mich, ob er in seinem mit Fernsehern vollgestopften Zimmer überhaupt ein Auge zugemacht hatte. Die Frage der Hotelangestellten holte ihn ins Leben zurück. Ich... Herr Böker, kaputt ist alles. Schmal erhob sich in Zeitlupe. Ist mir umgefallen. Ich war eine stolze Römer. Komm mit Cäsars Legion. Ich bin ein Franzus, ich komm mit Napoleon. Ich bin Bull, Schweiner, Fischer, Bettler, Edelmann, Sänger und Gaukler. So fing alles an. So sind wir alle hingekommen. Wir sprechen hüt all dieselbe Sprache. Wir haben dort so viel gewonnen. Wir sind wie wir sind, wir Jäger am Ring. Das geht, wo man
stolz drauf sind. Ich bin aus Palermo, war Spaghetti für Schmidt. Ich bin der Pimmer, für klar, ich bin der Schmidt. Ich bin Grieche, Türke, Jude, Moslem und Buddhist. Ja, wir sind nur Menschen, von Herjagd sind wir gleich. So sind wir alle, hey, hingekommen. Wir sprechen Hück, all dieselbe Sprache. Wir haben dadurch so viel gewonnen. Wir sind immer Sinn, wie Jäcker am Ring. Da ist jetzt, wo wir stolz drauf sind. Die ganze Welt zu Süden ist, ist für uns zu gut. Nicht aus allen Ländern treffen wir hin an jeder Tee. Von Glück, wir sind Ankara, Tokio oder Madrid. Doch so schade all wie mir, und so geheger Glück. So sind wir alle hingekommen. Wir sprechen Hück, all dieselbe Sprache. Wir haben nur durch so viel gewonnen. Wir sind wie wir sind, wie Jäger am Ring. Da ist jetzt, wo wir stolz drauf sind. So sind wir alle hingekommen. Wir sprechen Hück, all dieselbe Sprache. Wir haben dadurch so viel gewonnen. Wir sind wie wir sind, wie Jäger am Ring. Da ist jetzt, wo wir stolz drauf sind. Da ist jetzt, wo wir stolz drauf sind.